You are not Ja, hallo liebe Leute, Shami hier und willkommen zu einer weiteren Mount Guide. Dieses Mal geht es um dieses schicke Reiti hier und das ist der glimmernde Glutwurm. Den gibt es aus dem aktuellen Karasan von Legion und zwar wenn man den Timerun da drinnen bewältigt. Und den Timerun schauen wir uns gleich an. Ich habe das Ganze ein bisschen vorge oder was heißt vorgespult, ein bisschen auf beschleunigt gestellt, weil sonst geht das ein bisschen sehr lange. Was braucht man für den Timeline? Natürlich erstmal die Pre-Quest für Karasan, kann man in Dalaran bei dem guten Katka annehmen, damit man überhaupt in die Instanz reinkommt. Und dann sollte man zumindest, würde ich sagen, 865, 870 gear. Ich glaube, wenn man ein niedrigeres Item-Level hat, kann man es auch schaffen, aber man sollte ja als Gruppe relativ gut eingespielt sein. Der Timer beginnt, sobald man die erste Tür öffnet. Und zwar habt ihr dann 8 Minuten Zeit zum ersten Kristall zu gelangen. Das heißt, in unserem Fall, der Tank pullt den ersten Mob, hauen wir so auf 50% runter und dann fängt er an zu laufen. Und zwar, er pullt dann einfach den kompletten Gang bis zum Open Event runter. Man muss dabei aufpassen, dass man nicht in diese Münzenregen reinläuft, denn die können durchaus sehr viel Schaden machen. Ich glaube, das one hätte zum Teil auch. Unser Mönch ist die meiste Zeit hier gestorben. Meistens dann unten, wenn wir alles killen. Es empfiehlt sich, wenn ihr hier Sachen skillt, die extrem viel AOE-Schaden machen. Das heißt, greift auf Talente zurück, wo ihr ein bisschen mehr AOE-Schaden rausholen könnt. Alternativ auch noch irgendwelche Survival-Sachen oder was auch immer. Denn ihr braucht hier oder ihr macht hier meistens sehr große Puls, damit es ein bisschen einfacher wird. Es ist auch noch empfohlen, dass ihr einen Unsichtbarkeitsdrang mitnehmt. Oder alternativ, natürlich, wenn ihr Stealth-Klassen seid, könnt ihr auch den normalen Stealth benutzen, um einige Sachen hier zu umgehen. Man muss aber aufpassen, wenn man so einen Unsichtbarkeitsdrang säuft. Dann hat man natürlich auch Cool dann auf den Pre-Pot Und genau umgekehrt ist es natürlich genauso. Was sie hier beim Open-Event für ein Event bekommt, das ist natürlich Woche zu Woche immer unterschiedlich. Macht jetzt aber keinen großen Unterschied aus. Das einzige, wo wir ein bisschen Probleme, hat, äh, Probleme hatten, war dieses, wie heißt das? Mit den Kugeln, wo es einen nach oben kickt, wo nur diese zwei, äh, zwei weiblichen Menschen da sind. Ich weiß gerade nicht mehr, was für ein Event das war, aber... Das hier war relativ einfach, was wir hier hatten. Und das andere mit den mit D4s den und den Murlocks ist auch, also die Westfall Story glaube ich heißt, ist auch verdammt einfach. Ansonsten, es gibt natürlich viele Wege, die ihr hier beschreiten könnt. Ich zeige euch in dem Fall nur den Weg, den wir genommen haben. Es gibt ein paar alternative Wege, Gänge, die ihr nehmen könntet, um das noch zu variieren. Wir haben uns aber auf den Weg, den ihr hier im Video seht, mehr oder weniger geeinigt. Das heißt... Uh, ja, ihr müsst nicht so laufen, ihr könnt euch auch noch alternative Guides ansehen, wie es andere denn gespielt haben, wir haben es im Endeffekt uh, so gespielt. Uh, die meiste Zeit haben wir unsere Cooldowns eigentlich nur beim Trash benutzt, weil die Pulls dementsprechend groß sind, dass es sich eigentlich auszahlt. Es ist auch zu empfehlen, das Ganze nicht wie wir mit nur Milis zu spielen, denn wir hatten halt in dem Fall nur einen, einen Range und das ist kein DD, sondern Heiler. Und ansonsten sind wir halt vier Milis, die dran sticken. Das kann vor allem beim Kurator ein Problem werden, denn beim Kurator ist der letzte Kristall. Und jetzt laufen wir hier weiter, dann pullen wir im Endeffekt wieder den ganzen nächsten Gang. Hier ist wieder darauf zu achten, dass ihr nicht neben einem dieser Mobs steht, wenn sie das durchcasten sollten. Also diesen Schrei, den sie hier wirken, kann man erstens dann, zweitens unterbrechen. Und wenn einer durchgeht und ihr daneben steht, dann kriegt ihr gleich mal einen One-Hit. In dem Fall haben wir hier immer invis gezogen. Bei invis gilt zu beachten, wer vielleicht noch nie einen benutzt hat, zuerst den invis benutzen und einfach durchlaufen. Oder ihr benutzt zuerst den Sprint, dann lauft ihr durch mit dem invis -Pod. Wenn ihr in Invis irgendeine Fähigkeit benutzt, das heißt, ihr zieht den invis und als Paladin zum Beispiel göttliches Ross, dann seid ihr direkt wieder aus der Verstohlenheit raus. Zum Beispiel unser Mönch ist hier unten gestorben. Könnte das aber allerdings umgehen. In dem Fall habt ihr es ja gesehen. Unser Heiler nimmt dann einfach diesen AOE-Retz, den er hat. Der geht nämlich ziemlich weit und geht durch die meisten Wände durch. Das heißt, man kann das hier ein bisschen verhindern. Wir hatten ja ziemlich viele Failpulls aufgrund der, vom Paladin-Talent mit dem göttlichen Sturm, wo die Wirbel immer rübergehen. Da kann es schon mal vorkommen, dass wir da durchboxen und dann eine neue Gruppe kommt. Bei den Seelenfördern, aufpassen, beim Blitzlicht einfach wegdrehen. Hier haben wir dann den ersten Kristall, kann man anklicken, ohne dass man die Gruppe pullt, muss aber sehr, sehr aufpassen dabei. Wenn man nur einen Schritt weiter geht, dann erdet man die nächste Gruppe. Der zweite Kristall, auf den wir uns jetzt, äh, wo wir uns jetzt auf den Weg machen, der befindet sich vor der Maid im linken Zimmer. Und zwar, die meisten müssten das schon kennen, wer schon mal Karasan drinnen war, der hat diese Kristalle alle schon mal angeklickt, weil sie Teil einer Quest waren. Und wenn ihr jetzt rechts oben in meiner buff schaut, da seht ihr so einen Buff, der sieht aus wie ein Stab und zwar wie Artiesch. Und da steht 5 Minuten dabei. Das heißt, die 5 Minuten haben wir Zeit, bis zum nächsten Kristall zu bekommen. Und ja, dann kommt immer mehr und mehr Zeit dazu. Wir haben im Endeffekt immer insgesamt 8 Minuten Zeit, von einem der Kristalle zum nächsten Kristall zu gelangen. Das heißt, umso länger wir brauchen, umso mehr Probleme haben wir. Warum haben wir die rechte Gruppe dort gekillt vorher? Und zwar kann man über diesen Balkon einfach zum so Morose runterspringen. Wir machen es auch immer so, dass wir hier die Parts noch zusätzlich killen, weil es ein bisschen einfacher ist. Muss immer aufpassen, was die alles hier so wirken. Es gibt einige Mobs, die wirken in dem Forum, wo wir gerade waren, Mind Control, da sollte man aufpassen. Das Gleiche kann hier auch passieren, deswegen sollte man hier nicht zu viel pullen, wenn man keine Stunts oder Cooldowns abhat. Wir haben das immer so getimed, dass wir hier mit den Retris uh, bei Wings ziehen, so also können wir die Gruppen hier ganz schnell wegbomben und dann sind wir hier schon vor der Might. Im zweiten Raum, und da sieht man schon, haben wir den zweiten Kristall gleich. Der geht relativ fix zu holen. Der nächste wirklich oder der einzig wirklich schwerere Kristall ist der bei Morose. Uh, denn bei Morose kann man sehr viel Zeit rausholen, wenn man einfach den Boss pullt, inklusive alle vier Ads, und einfach alles wegbombt. Das ist allerdings sehr problematisch, da die Ads von Morose immer durchwechseln wöchentlich. Das heißt, es sind nicht immer die gleichen da. Und wenn ihr Pech habt, dann ist gerade der da, der so ein riesen Rechteck nach vorne wirkt und das one-shottet. Uh, glaube ich, so gut, alle wie, so gut wie alle, die drinnen stehen. Wir machen das mit zwei Vergeldern immer so, dass ich im Endeffekt unserem Heiler die melee bubble gebe und der andere dem Mönch. So können wir nämlich äh, die Mechanik komplett aushebeln, kann man mal sagen. Ich meine, der Heiler stirbt trotzdem ab und zu, wenn wir diese Runs machen. Tank normalerweise nicht. Der Heiler kann äh, in dem Fall vom Heiligpriester, kann er hier nochmal weiter heilen, einfach in der Geistform. Weshalb es relativ egal ist. Ihr habt nochmal einen kleinen Vorteil, wenn ihr irgendwelche Battle-Rats habt, ihr, äh, dann könnt ihr natürlich im Fight immer wieder drauf achten äh, oder immer wieder wen aufheben, falls irgendwelche kleinen Fehler passieren sollten. Dann, was haben wir hier gemacht? Und zwar gibt es hier aufzupassen, denn hier sind sehr viele dieser Knochenwächter oder Knochenkellner, die durch die, Gänge, durch die Gänge laufen und die sollte man natürlich alle pullen. Dann hier kommen wir zu Morose. Hier ziehen wir Kampfrausch. Das heißt, wenn ihr keine Kampfrauschklasse dabei habt, wie wir, dann Trommeln Zorns mitnehmen. Ähm, pre ist hier sehr zu empfehlen. Wir geben dann immer Midibubble. Man sieht es hier. Ziehen alle Cooldowns und bomben dann einfach rein, was geht. Midibubble läuft aus und dann sieht man, in dem Fall hatten wir den Typ mit dem Rechteck. Der Heiler stand drin. Wein den Down. Tank wäre fast noch gestorben. Leon Hans von zwei Palas oder beziehungsweise von mir in dem Falle äh, Ist aber relativ auch sehr stark hier drinnen. Und dann können wir hier einfach retzen. Alle Ads sind down und können dann ganz einfach Morose nach unten spielen. Der Kristall selber befindet sich dann hinter Morose. Aber der Bosskampf ist natürlich lange noch nicht vorbei, sieht man hier. Der Boss hat relativ viel HP. Das eigentlich, der eigentlich problematischste Boss für uns in diesem Setup war eigentlich nur Kurator, weil Kurator eben diese Mechanik hat, was sehr, sehr behindert für Milis ist, dass er immer diese Blitzpfützen am Boden ablegt und wir zusätzlich aber auch noch diese Blitzkugeln killen müssen und da dann sehr, sehr schwer rankommen. Ich meine, bei unserem Damage-Output ging es relativ gut. Dass wir das auch so spielen konnten, aber wenn ihr sagen, wir das Ganze mit 865, 860 machen wollt, wenn ihr eine gute eingespielte Gruppe seid, dann äh, würde ich fast lieber nur Cars mitnehmen, anstatt so viele Milis, weil dann habt ihr es bei Weitem einfacher. Dann in dem Fall gehen wir hier zurück, machen nur diese eine Gruppe, oder wo, war eigentlich der Plan, aber wieder mal mit den Paladinen haben wir hier wieder die Wirbel so durch die Gegend geboxt, dass wir natürlich so viel gerettet haben, haben dann hier alles nochmal downgehauen, man sieht, wir haben ja 8 Minuten Zeit damit wir zum vierten Kristall gelangen. Der vierte Kristall der befindet sich unten dort, wo die Spinnen sind, das heißt dort, wo kein Boss ist. Das Gute an dem Kristall ist aber, hinter dem Kristall selber befindet sich gleich ein Portal, womit ihr wieder zum Eingang kommt, denn ihr müsst ja danach zu Kurator und das befindet sich in die andere Richtung. Was gibt es bei Morose? Das habe ich gerade noch vergessen. Ganz wichtig bei Morose, wenn Morose stirbt, liegen unter ihm ein Schlüsselbund. Wenn ihr diesen Schlüsselbund nicht anklickt, dann könnt ihr dann Richtung Kurator die Tür nicht öffnen. Das heißt, einer, der, sobald ihr Morose gelegt habt, geht einer den Kristall anklicken und einer den Schlüsselbund. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht vergessen bei Morose den Schlüsselbund anzuklicken, denn sonst kommt ihr anschließend nicht durch die Tür durch. Hier gilt es zu beachten, bei den Spinnen nicht vor ihnen stehen, wenn sie dieses äh, Spinnen, äh, dieses... Gespins glaube ich, heißt es einfach nur casten, denn das kann einen die Idee schon mal sehr schnell one-shotten. Im Falle vom Retris ist es wieder egal, weil wir so viel Survival haben, dass uns das eigentlich nicht passieren sollte. Und dann gehen wir hier einfach geradeaus in den Raum. Man kann es relativ gut nachvollziehen im Video. Pullen hier am Rand entlang eigentlich zu dem Kristall, haben aber am Ende, im Endeffekt dann trotzdem nochmal, ähm, kurz bevor wir beim Kristall waren, die Spinnengruppe auf der anderen Seite geht. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Fehler gebaut, aber. Äh, Dementsprechend haben wir es trotzdem noch locker geschafft. Der Run ist nicht so übertrieben schwer. Es sollte nur jeder genauer wissen, was er zu tun hat. Dann ist es relativ einfach. Man sieht hier, wenn man durch diese Gespinstinger durchläuft am Boden, dann pullt man auch nochmal zusätzlich eine Spinne. Und dann am Schluss durch das Portal durch. Jetzt haben wir vier Kristalle angeklickt. Das heißt, in unserem Fall geht es jetzt ab nach oben, Richtung Kurator. Haben zehn Minuten Zeit dafür, dass wir den Trash nach oben klären. Also die paar Geister, die nach oben stehen. Und Kurator selbst. Wer Kurator vielleicht als Boss nicht kennt, er spawnt immer diese Blitzkugeln. Diese Blitzkugeln gilt es natürlich zu killen. Sobald er bei 0 Mana angekommen ist, geht er in eine Phase, wo er so eine Hervorrufung wirkt, wie vom Magier. Und während er diese Hervorrufung wirkt, erleidet er mehr Schaden. Das heißt, solltet ihr äh, zu dem Zeitpunkt wieder einen Kampfrausch bereit haben, dann empfiehlt es sich natürlich genau dort den Kampfrausch zu ziehen. Und den Boss dann so schnell wie möglich umzuhauen. Aber erstmal muss man hier noch den Trash über, äh, überwältigen, den wir hier Richtung Kurator haben. Und das sind einmal diese Geister. Da gilt es wieder einfach nur zu kicken. Die sind relativ harmlos, kann man sagen. Unser Tank läuft immer schon vor, weil wir können ja alleine eigentlich hinten dann noch Stun locken. Das fällt uns dann nicht sonderlich schwer, die noch zu erledigen. Und dann haben wir oben gleich diese Robowachen. Und auf der linken Seite, beziehungsweise wir müssen nur einen dieser zwei RoboWachen killen, damit wir vorbeikommen. Da haben wir einmal das, das linke Arkan-Konstrukt, beschädigter Golem in dem Fall. Wenn wir den down haben, man sieht, das Bammt hier nur AOE, oh das war es auch schon mit seiner Mechanik. Und dann können wir hier reingehen. Den rechten Pult man nämlich gar nicht. Bei dem gilt es zu beachten, dass manche Leute äh, diesen dieses zu, zum Schweigen Debuff bekommen. Und dann muss man einfach schauen, wo sein Spiegelbild, also wo seine Seele steht, wenn man da reinläuft. Unser Tank hat es in dem Fall nicht gerafft. Wenn man da reinläuft, dann ist dieser zum Schweigen gebracht, die einfach wieder weg. Und dann hat man hier auch dementsprechend keine Probleme. Ich habe in dem Fall einfach weiter Bei Kurator gibt es noch zu beachten, wir in dem Fall haben nicht so viel Schaden oder können nicht so viel Schaden machen, dass wir den in einer Phase down kriegen, weshalb wir hier alle Elementare killen. Viele Gruppen clearen einfach nur die ersten zwei und globeln dann den Boss mehr oder weniger. Wir können das leider mit dem Schaden nicht machen. Sollte man den Boss hier aus Versehen pullen, dann kann man mit dem Add einfach durch den Gang links wieder rausrennen, dann resette der Boss-Encounter einfach wieder. Und dann hat man auch noch keine Probleme, dass man hier irgendwie nochmal Fail pullt. In unserem Fall haben wir sogar nochmal kampfrausch ready, das heißt. Uh, für uns ist es hier relativ leicht, den Boss dann zu erledigen. Man sieht jetzt aber gleich, was ich meine, uh, wenn ich sage, dass es hier mit nur Mili's ein bisschen problematisch ist. Und zwar, uh, wenn der Bosskampf anfängt, man sieht es hier gleich, dann fängt er an, dass er unter den Beinen, also man sieht immer so einen Wirbel, dass er unter den Füßen immer diese Blitzwirbel macht und danach kann man ganz schnell noch vielleicht eine Sekunde, zwei Sekunden uh, Zeit rauszulaufen und anschließend sind hier diese Blitzflächen, die sehr viel Schaden machen. Die machen aber auch schon beim Auftreffen Schaden. Das heißt... Wenn mehr, mehrere Milis aufeinander stehen und das kommt alles auf einen Fleck und ihr springt nicht raus, dann gibt es nur One Hit. Ich glaube, bei drei Flächen soll es schon One Hit sein. Ansonsten gilt es ja einfach nur die Kugeln permanent umzuhauen, ist relativ einfach, sagen wir so, die Kugeln umzuhauen. Und der Boss, äh, der Tank muss natürlich den Boss immer dementsprechend weiterziehen. Wenn man sich hier nicht ganz so dumm platziert wie wir, dann belegt man auch nicht den ganzen Raum hier mit diesen. Uh, mit diesen Flächen wird ziehen hier Kampfrausch und man sieht, wir kriegen ihn relativ schnell uh, in dieser einen Phase eigentlich nach unten. Den DPS kann man ja links sehen. Ist jetzt nicht allzu hoch, aber uh, es reicht für den Karasan Time Run. Also man sieht, wir haben noch drei Minuten, was noch mehr als genug Zeit ist. Also selbst wenn wir Wipen würden, hätten wir, glaube ich, noch für einen Try Zeit. Und sobald man den fünften Kristall anklickt, den man hier bei den Beinen oder zu den Beinen vom Kurator findet, dann hat man nochmal eine 5-Minuten-Buff und mit diesem 5-Minuten-Buff heißt es einfach nur nochmal, man sieht es hier, zurück runter rein zur Terrasse. Und wenn man bei der Terrasse angekommen ist, muss man nur noch mit Medivhs Schemen sprechen, dann kriegt man auch noch einen Erfolg. In dem Fall haben wir schon wieder was gepult Und mit dem Erfolg hat man es eigentlich mehr oder weniger dann schon geschafft, diesen Timerun. Man sieht es, wir sprinten dann hier einfach nochmal durch, labern Medivh an. Und sobald wir ihn angelabert haben, passiert hier einfach nur ein kleines RP-Event. Und anschließend kommt auch der Boss runter. Und dann, sobald der Boss gespawnt ist, fangen wir hier gleich an. Wir ziehen ihn ganz auf eine Seite rüber. Ob ihr das jetzt nach links auf die Terrasse zieht oder nach rechts, ist relativ egal. Wichtig ist, dass die Ranged-IDs, die ihr dabei habt, die sollen sich auf einem Punkt sammeln und sollen immer gebunden dann weiterlaufen. Am besten so nah es geht an diesen Flammenpool immer wieder ran, den wir gleich sehen. Ansonsten diesen äh, Hallen des Schattencast unterbrechen. Man sieht ja rechts im Eck schon diesen Flammencast am Boden. Und sieht auch auf unserem Mönch gerade einen Debuff. Und zwar dieser Debuff, wer den hat, der muss sich immer in diese Flammen reinstellen und schauen, dass er sein Leben so weit wie möglich nach unten verringert. Das heißt, der Heiler darf den auch nicht heilen in der Zeit. Der lässt sich so auf 20, 30 Prozent runterdroppen und anschließend explodiert er für das Restleben, was er noch hat. Das heißt, wenn er volle HP hat, dann sind einfach alle instant tot. In dem Fall sieht man jetzt schön, wo diese Glutflächen liegen. Und zwar, wenn sich der Heiler hier ganz am Rand hinstellt, dann kann er. Äh, zuerst zurücklaufen, das heißt ganz weit weg von uns, so dass uns gerade noch in Heal Range hat. Und anschließend kann er auf der einen Seite wieder zu uns herlaufen. So müssen wir uns als Milis nämlich erst gar nicht erst bewegen. Und so ist es natürlich für uns ein kleiner Vorteil hier, als Milis das Ganze zu spielen. Dann, wenn der Boss 50% erreicht hat, dann spawnt er hier so ein Add. Viele Gruppen, die ich gesehen habe, die ziehen bei diesem Ad-Kampfrausch, denn umso länger das Ad läuft, umso höher ist ein Stacking der Debuff auf der ganzen Gruppe, dass die ganze Gruppe Schaden erleidet. In dieser Phase kommen zwar noch diese Glutflächen am Boden, aber es kommt in dieser Phase nicht dieser Debuff, wo man explodiert. Das heißt, hier ist es einfach nur ein Damage Race, den so schnell wie möglich zu legen. Ich würde sagen, 5, 6 Debuffs sind noch äh, heilbar. Danach wird es langsam problematisch für die meisten Heiler. Man sieht die Glutflächen am Boden, die, die spawnen auch natürlich nach einer gewissen Zeit. Unser Heiler befindet sich jetzt schon auf Max-Range, das heißt er kann hier hinten gerade noch heilen und muss sich jetzt dann natürlich wieder zu uns begeben und kann dann das Ganze wieder auf der anderen Seite fortsetzen. Ist also eine relativ einfache Taktik, wenn man das mit Milis spielt. Ich weiß nicht, ob man, wenn man Caster ist und sich einfach in die Gruppe reinstellt und nur einer davon wegstehen bleibt, ob man es dann genauso spielen kann, aber ich gehe mal davon aus. Sollte also einfacher sein, wenn ihr mit euren range DDs einfach ins Melee-Camp kommt und nur einer das Ganze mit den Glutsachen regelt, dann ist das ein bisschen einfacher, das alles zu managen. Man sieht in unserem Fall haben wir in 7 Stacks, weil wir erst ganz zum Ende hin unsere Cooldowns hatten, aber das ist kein Problem, wie es aussieht, denn wir haben ihn hier eigentlich im ersten Try gelegt. Der Boss kampf an sich ist relativ einfach, man muss wirklich nur beachten, dass der, der den Debuff hat, auch wirklich mit dem Debuff ins Feuer geht und sich wirklich runterdroppen lässt. Das ist die einzige Mechanik, die einen wirklich töten kann. In der letzten Phase oder wenn er wieder landet, dann macht er auch noch dieses dröhnende Gebrüll. Man läuft hier aber sehr, sehr, sehr langsam. Man sieht, jetzt habe ich den Debuff. Das heißt, ich laufe in die Fläche rein, Lass mich hier einfach runterdroppen, nicht heilen lassen, dem Heiler natürlich das sagen. Ich bin hier schon ein bisschen sehr low, aber als Paladin hätte ich auch im, im Notfall noch Bubble. Das heißt, hier ist relativ egal, wenn ich, wenn ich mich zu weit runterdroppen lasse. Und ansonsten geht es dann gleich weiter. Der Debuff läuft nicht mehr aus. Das heißt, diesen Debuff, den ihr vom Skelett bekommt, der tickt den ganzen Bosskampf weiter. Das heißt, der Heiler muss natürlich immer weiter klarkommen damit. Ich habe in dem Fall schon wieder den Debuff. Muss mich hier nochmal ein bisschen droppen lassen. Schauen, dass heilende Schatten nicht durchkommt natürlich. Und mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Danach liegt der Boss. Und das Mount ist zu 100% für einen der in der Gruppe vorhandenen Spieler im Loot. Außer man hat das Mount natürlich schon dann nicht. Aber umso höher, glaube ich, wird eure Chance, dass ihr es erhaltet. Wie genau das dann geregelt wird, weiß ich nicht. Ob wenn, sagen wir, vier Leute ID auf den Boss haben, dass ihr dann natürlich irgendwie ähm, der Letzte das Mount zu so 100% bekommt, das weiß ich nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass es so gebalanced ist. Die Instanz, wenn ihr den Timerun verkackt, ihr könnt die Instanz sogar resetten. Wie funktioniert das Ganze? Und zwar, ihr müsst einfach jemanden anders einladen. Das heißt, äh, wir haben so gemacht, unser, wir haben den ersten Timerun verkackt, dann haben wir einen aus der Gruppe rausgekickt. Oder es sind alle aus der Gruppe geliefert, sagen wir so. Und danach äh, kommt einer mit dem Twink, läuft den Kara rein. Dann invitet er uns alle. Wir gehen rein, kicken ihn raus, inviten den anderen wieder rein. Dann ist die Tür wieder zu, der ganze Trash wieder da. Und wir können das Ganze nochmal von vorne anfangen. Das war's auch jetzt schon mit der Mount Guide. Hier sehen wir nochmal das Reit hier. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch helfen konnte. Wenn ja, dann Däumchen nach oben, wenn ihr noch Fragen habt. Wie immer, ab damit in die Kommentare. Vergesst auch nicht mehr auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im Livestream oder im nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Ciao.